Wenn ihr auf der Suche welche entdeckt, dann werdet ihr belohnt, aber irgendwie macht das nicht, ne? Na, komisch. Ja, und hier sind wir wieder. Und Vergangenheits-Ossel hat verrafft, dass er im Schloss der Neutralen ist. Achso, sorry, da musste ich schon mal schneuzen, ne? So schnell geht's. Ja, ich wollte dann noch mal kurz ins Dungeon gucken. Das waren die Oger, die das Schloss geplündert haben. Aber ich glaube, da waren wir auch fertig. Das sollte ich mir dann allerdings auch notieren, ne? Wenn ich es bei den restlichen Dungeons aufgeschrieben habe, dann auch hier. Das sind ein paar freie Stellen. Hat das was zu bedeuten? Bin ich bestimmt nur Fallen umgangen, ne? Yollum, mach uns bitte mal einen Sprung. Wir müssen ja nicht hier direkt durchlaufen. So, hier hängen ein paar ehemalige Brüder und Schwestern von der Decke. Ja, okay, das waren Falle. Fallen. Ja, der sechste ist C und so weiter. Ja, 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 das Rätsel, das haben wir schon gelöst. War das nicht auch das, wo das Lösungswort Stinky rauskam, weil der Ork so hieß? Natürlich ist das ein normaler Ork-Name. Okay, das war das Schloss Whiteshield Dungeon. Ich glaube, ja, das kann man als fertig abhaken. Ich hätte hier drin noch ein bisschen was versteckt, aber ich bin ja kein Level-Designer. So, dann sollte ich mir das aufschreiben. Habe ich da irgendwie überhaupt... Schloss Bloodrain war das, nicht Schloss Whiteshield. Stimmt, ich bin ja auch blöd, ne? Okay. Schloss Bloodrain Dungeon ist erledigt. Weil, wenn man sich das aufschreibt, ne, dann muss man das nicht alles doppelt und dreifach machen. Das hätte ich gleich von Anfang an machen müssen, ne? Aber ich habe das unterschätzt, wie viel man sich bei diesem Spiel da merken musste. So. Okay, das heißt, die Königskugeln der Macht haben wir abgegeben, haben dafür EP gekriegt. Dann müssten wir uns eigentlich teleportieren hier in das Land des Feuers oder so, ne? Da waren wir ja noch nicht fertig. Ich weiß gar nicht, waren wir im Schneeland? Waren wir da schon fertig auf dieser Schneeinsel? Ich meine, überhaupt sind wir schon wirklich sehr weit in dem Spiel. Und als Aufnahme habe ich irgendwie schon 24 Stunden. Soll man nicht glauben. Ich meine, okay, für so manches Rollenspiel ist das noch keine lange Spieldauer. Was? Seit den Tagen, als die Magie begann, war dieses Portal als frei bekannt. Ja, ich suche jetzt übrigens auch gerade den Teleportspiegel, weil da muss ich einfach nur das Stichwort Feuer eingeben und dann sind wir hier bei der Stadt im Lava-Gebiet. Aber weil ich clever bin, weiß ich nicht, wo der Spiegel ist. Ach, der Seemann. Ich glaube, die wichtigen Talente haben wir eh mittlerweile fast alle. Schongebiet, dann war bestimmt hier der Spiegel, genau. Feuer oder Pech, Feuer oder Pech, ups. Okay, es wäre Pech gewesen. es gab doch diesen Schutz vor Elementen, ne, der dann hier ein bisschen hilft beim Feuer. So, aber wer hatte das? Hatte das der Behemoth? Also ich würde schon sagen, dass das ein Kleriker- oder Paladinspruch ist. Muss ich echt mal gucken. Da habe ich keinen Überblick. Schutz zu Elementen, genau. Welches Element? Feuer. So, das ist links oben gut und das zählt für die ganze Gruppe. Es reicht also, das einmal zu sprechen. Seht ihr das, ne? Behemoth und ich haben noch nicht mal Schaden gekriegt hier. Und deswegen sollte man diesen Zauber hier unbedingt immer sprechen. Kannst du dann auch die Wurst mit der Hand wenden? Wenn das da... Sind das Drachen, die da rüber gucken? Er bleibt ja da drüben, ich sag's euch. Muss man nur darauf achten, dass hier oben der Böppel, ne, der Grüne, dass der auch grün bleibt. Weil wenn er dann wieder rot ist, verbrennst du dich ja. Okay, gut, dann decken wir hier mal weiterhin alles auf. Ja, jetzt ist der Tag vorbei, der Schutz vor den Elementen ist weg. Oh, und unsere Minikarte auch. Ja gut, hier waren wir wohl schon mal. Ja, dann sollte ich umdrehen und ja, einen anderen Weg nehmen, ne? Da gibt's bestimmt noch was zu sehen. Oh, solche hat gelernt, wie man ASCII-Titten macht. Wunderschön. Zeig mir deine Möpse. Ich weiß nicht, stehst du auf haarige Möpse, solche? Mit Handtellergroßen Nippeln. Kopfkino, ja. Ach, guck mal, da ist die Stadt. Ja, komm, geh mal rein. Ich wollte ja eh noch mal ein bisschen trainieren. Glutgipfel war das. Muss man aber erst mal wieder wissen, dass die Stadt so heißt. Und wenn du reingehst, guckst du direkt auf den Ausgang. Da weißt du genau, hier bist du herzlich willkommen. So, Dämonen-Haku. Nein, wir müssen irgendwo zum Training gehen. Wo war denn das? Wieder so ein paar Holzmanne-Curse schubsen und so.
Die Hundehütte, nein, das ist kein Training. Grüner Sprit ist die Schenke. Also ich als Level... Ja, okay, nee, da ist hinten dran kein Platz. Aber ich hätte da vielleicht noch was versteckt, wenn da Platz gewesen wäre, ne? Nachtschwinge ist der Tempel. Will doch nicht zum Tempel. Was hat der Tempel jemals für uns getan? Wenn man jetzt wüsste, welche Tür es ist, die Adlergilde. Da muss aber Phineus jetzt erst hier noch Mitglied werden, ne? Ach, du Kocke. Nein, ich will auch nicht logieren. Genau, hier sind wir richtig, ne? Jawohl. Weil wenn ja jeder Erfahrungspunkte gekriegt hat, ne? Ach, seht mal, wie... Boah! Solche waren... Wie viele Level-Ups waren das? 10 Stück? Boah, seht ihr das? Wow. Als wäre es überfällig gewesen, ne? Das Training wird auch immer teurer, aber komm, wir schleppen Millionen mit uns rum, ne? Kein Problem. Ja, jetzt hoffe ich, dass der Phineus halt pro Tag nicht so viel kostet, ne? Wenn nicht, beleben wir ihn nur dann wieder, wenn wir seinen Wasserlaufenspruch brauchen, ne? Und ansonsten darf er ruhig tot sein, ne? Ist eigentlich wieder was kaputt gegangen, sieht nicht so aus. Und der Phineus, dem seine Ausrüstung, die wird eh nicht in Schuss gehalten. Er ist ja nur so ein Lohnsklave. Fantasy-Zeitarbeitsfirmen und so. So, aber weiß jetzt noch jemand, wo man hier in der Stadt die Mitgliedschaft erringen konnte? Bestimmt da unten in diesem Gewirr war da. Ja, sollte man mal schauen. Nee, Spiegel, Licht, Scheiße. Ja, guck mal, wo die... Scheiße, war das im Dungeon? Ach, keine Ahnung, mal gucken. Ich weiß gar nicht, ob wir in dem Dungeon überhaupt schon drin waren. Habe ich das richtig gesehen? Ich habe jetzt über 800 Mana-Punkte? Was? Na okay, Stufe 51, ne? Wow, jetzt bin ich der Höchststufige? Wie kommt denn das? Ich hab doch sonst immer hinterhergehangen, ne? War nicht der Seuche sonst immer ganz weit vorne? Der Paladin? Okay, ja. Die Glutgipfelhöhle, da war mal drin, aber ich weiß jetzt nicht mehr, ob es da die Mitgliedschaft gab oder nicht. Jalum, bitte den Sprung wieder. Weil oben sah es mir ja nicht danach aus, aber... Es ist halt das Problem, wenn man sich nicht mehr dran erinnert, ne? Wenn man schon so lange nicht mehr gestreamt hat. Ja, ich meine, der Kopf, der ist auch ein bisschen wie Mus. Das Gedächtnis ist löchrig. Ach, guck mal, da waren wir noch gar nicht. Das stimmt, da waren doch diese komischen Sonnenläufer, oder wie diese hießen, die man auch nur mit Zaubern killen konnte, ne? Vielleicht bin ich deswegen davon gerannt. Blaue Funken. Blechende Funken. Euer Widerstand gegen Elektrizität wurde erhöht. Wie habe ich das übersehen können? Das ist doch ganz klar hier so eine typische Form, ne, die irgendwie darauf hinweist, ey, Alter, hier geht's doch irgendwo hin und so, ne? Also das Ganze hat ja eine gewisse Symmetrie. Ja, jetzt weiß ich allerdings echt nicht, ob es hier irgendwo, da waren wir schon. Ich renne jetzt mal schnell überall durch, ne, weil ich weiß jetzt nicht mehr, ob es die Mitgliedschaft hier unten gab oder nicht, ne? Da müssen wir ja nicht ewig suchen. Da kann ich jetzt hier einfach mal durchrennen. Okay, hier ist wieder nur ein Edelstein. Ja, da haben wir ja irgendwie Widerstand gegen alles gekriegt oder so. Na ja, ich weiß, Phineus ist tot. Jetzt heulen wir alle. Nee, eigentlich lachen wir, weil er dann kein Gehalt kriegt. Nee, ja, lad mal neu. Die nächsten paar Schritte überlebst du eh nicht mehr, ne? Solche, jetzt stehen da die ganze Zeit diese ASCII-Titten im Chat. Jetzt bin ich abgelenkt, dann kann ich doch noch weniger nachdenken als sonst. Aber angeblich erhöht das die Lebenserwartung, wenn man sich Boobies anschaut, ne? Also vielleicht nicht nur bei Männern. Ich meine, wir Menschen sind ja eh so ein bisschen drauf gepolt, dass wir ja so runde Sachen irgendwie mögen, ne? Und wenn dann noch das Gehirn an Hanky Panky denkt, ne? Naja. Also ich hätte gedacht, dass es hier irgendwo die Mitgliedschaft gibt, aber scheinbar nicht. Weiß ich, dafür habe ich ja auch die Lösung, aber ach komm. Guck mal hier, wo's Glutgipfel. Wo gibt's denn da die Mitgliedschaft? Weil sonst renne ich hier in einer Viertelstunde noch rum, ne? Also glaube ich. Ah, im Dämonen-HQ. Im Dämonen-HQ. Wer rechnet denn damit? War also ein Vorteil, den wir uns erspielt haben. Okay, also wieder raus hier. Ja, komm, ist ja egal, worum wir gehen. So. Boah, aber diese ganzen Level-Ups, das wird uns jetzt vieles viel leichter machen, ne? Werden wir jetzt vielleicht schon zu übermächtig hier mit allem zurechtkommen, ne? So, hier. So, Ornean the Warlock. So, und da das ja die höchststufige Magiergilde ist, sollte man hier auch die entsprechenden Zauber kriegen, aber
Ja, die macht halt erst wieder auf, wenn es dunkel ist. Jetzt weiß ich nicht, soll ich hier pennen oder soll ich draußen noch ein bisschen rumrennen und mich dann zurückteleportieren? Das ist... Ach, Scoops wie ein Satz gemacht, ne? Nahrung haben wir noch für 8 Tage, gut. Nachtschwinge ist der Tempel, nicht die Gilde. Ossel! So, Adlergilde, genau da. So, gibt's da noch was? Solche hat alles gelernt. Jollum hat alles gelernt. Behemoth hat alles gelernt. Ich habe alles gelernt, aber hier, Phineus, ne? Wasser gehen. Man kostet gerade mal 700 Gold, aber von uns kann den Zauber halt keiner sprechen. Und ansonsten, für was sonst sollten wir den Phineus brauchen, ne? Komm, da geben wir nicht mehr Geld aus. Er soll froh sein, dass er von uns Biergeld kriegt. Okay, Schutz vor Elementen bitte, solche. Ach, das kostet jetzt auch mehr Geld, aber ist dann bestimmt auch effizienter, ne? So, ihr verlasst Klutgipfel. So, dann können wir also demnächst auch noch die Wasserlandschaften untersuchen, ne? Und die Seeschlangen kennenlernen, die es da bestimmt gibt. Dämonen, ne? Einfach im Nahkampf ausgeschaltet, ne? Ist jetzt nicht mehr viel dran. So, hier steht ein Schrein mit Symbolen von Feuer, Elektrizität, Energie, Gift und Magie. Die Symbole fangen an zu glühen und die Hütte füllt sich mit einem Strudel bunten Lichtes. Euer Widerstand gegen die Elemente wurde magisch erhöht, aber permanent oder? Was ist denn jetzt los? Moment, warum sollen die jetzt aber 62 Jahre alt sein? Und 66, irgendwas stimmt da nicht? Bist du doch nicht aus dem Altersheim ausgebrochen? Irgendwas stimmt da nicht? Hallo? Das ist nicht normal, aber ich hoffe mal, dass sie nicht umfallen, ne? Ellenbow minus 7500 Lebenspunkte. Das verstehe ich jetzt nicht, weil es unnatürliche Altern und so weiter haben wir zurückgenommen, ne? Als wäre zu viel Zeit vergangen, was ist denn los? Ja, 544. Wann ist er geboren? Kommt das hin? Hä? Wir rennen doch nicht schon so viele Jahre hier rum, das kann doch nicht sein. Wir waren doch nicht langsam, ich verstehe es nicht. Na, ich meine, zur Not, ich weiß, man kann irgendwie auch die Zeit wieder zurückdrehen und so, ne? Aber ich wollte auch an Tag 99 mal noch hier auf diese Insel, ich komme gerade nicht mehr auf den Namen, aber wo man diese Muschel da kriegen kann, wo Blackwinds Portal diese Muschel freigibt, da wollte ich auch noch hingehen. Aber wahrscheinlich verpenne ich den Tag eh wieder, ne? Also ich weiß auch gar nicht mehr genau, wo das ist. Das gibt's auch nicht, als wäre jetzt auf einmal so viel Zeit vergangen. Was? Kann sich das jemand von euch erklären? Also ich auf jeden Fall auch nicht. Ich würde wetten, das letzte Mal waren wir auf jeden Fall alle noch nicht so alt, ne? Habe ich meine Uhr umgestellt im Computer? Nee, eigentlich auch nicht. Weil manche Spiele beziehen sich ja auf die Systemzeit. Na toll, hier ist eine Sackgasse. Wunderbar. Über die roten Berge kann man auch leider nicht rüberkraxeln. Okay, Phineas kriegt jetzt 10.000 pro Tag. Das ist in Ordnung. Das können wir uns leisten. Noch. So, hier war meine... Ach, guck mal, da kommen sie, die Sonnenläufer oder wie auch immer die heißen. Die besiegt man am besten mit Drachen oder Kalt, ne? So. Das macht mich jetzt echt verrückt hier, dass wir angeblich so alt sind. Das verstehe ich nicht. Auf den Bildern sehen sie doch auch immer noch jung aus. So, war das der letzte? Ne. Hat's Training so alt gemacht, oder was? Während im Ausdauertraining haben wir bestimmt nicht genug getrunken. Komm, komm, komm. Ach, zwei nebeneinander ist auch wieder gut. Komm, diesmal da, darf der Jollum die abschließen. Boah, sind wir echt jetzt hier unterwegs wie eine Rentnertruppe? Ja, weil, wie gesagt, in dem Spiel kann es vorkommen, dass die Leute an Altersschwäche sterben, ne? Und das will ich jetzt hier nicht unbedingt haben. Wir sind zwar schon ziemlich weit, aber wir sind noch lang nicht fertig. Aber ich verstehe auch nicht, woher das kommen soll, was da jetzt schuld dran ist. Wenn jemand fragt, sagen wir einfach, es war ein Bug. So, was ist das für eine Hütte? Flammen schlagen durch einen Spalt im Boden und schicken Ruß zur Decke. Ah, das Heim der Feuerläufer kann man vernichten. 250.000 EP, ne? Und Items. Items, Items, Items. Ach, die blaue Passkarte, die könnte man auch mal am Ellenbow wiedergeben, ne? Aber bei dem haben wir die ganzen Schlüssel gegeben. Genau, und die Quadlo-Münze und so. Okay. Gut, böses Artefakt. Portal-Kisserm. Portalzauber sprechen wir eh früher oder später wieder. Rubinring, das klingt doch schon mal gut. Feierstab. Silberkamee kann man noch anlegen, ja. Ja, was bitte ist ein Feierstab? Stahlgürtel. Ich glaube, über Stahlgürtel sind wir auch schon hinaus, ne? Goldgürtel, Obsidiangürtel. Obsidian ist ja so ziemlich das Beste.
An den ganzen Klumpatsch, den wir da jetzt noch haben, da brauchen wir eigentlich gar nicht mehr drüber nachzudenken. So, guten Loot. Hier, wo die Hütte war, da konnte ich mich umdrehen, ohne verbrannt zu werden. Ich meine, es ist eh komisch, dass die Hütte nicht abgefackelt ist. Dass das hier so ein Labyrinth sein muss, ne? Da wartest du die ganze Zeit eigentlich nur drauf, dass so eine kleine gelbe Kugel dir entgegenkommt und dich verschlingt. Okay, hier ist wirklich Ende Gelände. Dann hätte ich ja gedacht, hier in der Ecke, ne? Dann geht's doch bestimmt noch weiter. Nee, auch nicht. Okay, hier rum. Gut. Ach, guck mal, ein Teufelchen, ja? Einer, der so ausgesehen hat, hatte ich auch mal in der Familie. War vom Verhalten auch genauso ein Drecksack. Entschuldigung. Ausel wäscht live on stream schmutzige Wäsche. Die Geheimratseckenbrüder. Ey, guck mal, Phineos ist bewusstlos. Ach, solange ich ihn nicht wiederbeleben muss, ne, weil das wäre ja dann wieder teuer. Oh, guck mal, eine Feuerechse habe ich auch schon länger nicht mehr gesehen. Okay, wir sind in einem neuen Bereich. Und solange der Feuerschutz noch hält, ne, ist ja auch gut. So, die Karte möglichst ganz aufdecken. Okay, ich gehe mal zurück. Nach links, genau. Also langsam habe ich eh keinen Überblick mehr. So, ob es hier nicht auch noch einen Dungeon gibt? Ach, stimmt. Und ich erinnere mich, in den Sumpflanden gab es noch Dungeons, wo wir noch nicht reinkamen. Guck mal da, da ist eine Pyramide. Ha. Pyramiden haben wir auch bald alle abgeklappert, ne? Da fehlt dann auch nicht mehr viel. Ich weiß gar nicht, in welche wir als letztes rein müssen. Was kommt? Oh, meint ihr, dass wir das packen? Ich weiß nicht. Mit was greifen wir das am besten an? Ja, Jollum, mach mal Drachen oder im Kälte, ne? Das Geräusch. Wop. Komm, mach's nochmal. Oh, die Belly kann's immerhin ordentlich kloppen, aber... Es ist noch nicht schwer verletzt. Hält einiges aus, das Viech. Weil wenn ich jetzt bedenke, wie hoch wir gelevelt sind, ne? Und das Ding bleibt einfach stehen. Hier, Behemoths berühmter Feuerprügel. Komm, noch ein Drachen, oder? Jetzt sollte es aber langsam in den roten Bereich kommen. Scheiße, das vergiftet, ne? Ja. Hartes Ding, ne? Aber es killt uns immerhin nicht instant. Wirklich ein hartes Ding? Ja, mir gehen die Mana-Punkte aus. Okay. Da geht der Drachen oder einfach vorbei. Ich könnte kotzen. Scheiße. mach mal hier einen Mondstrahl. Na, ging da auch nicht viel. Ja, meine Mana-Punkte sind so gut wie leer und im Nahkampf bin ich echt scheiße, ne? Hochspannung, mach mal, komm. Boah, ich glaube, die Belly muss den jetzt allein fertig machen, ne? Wenn das so weitergeht. Weil die Magier sind ziemlich ausgepowert. Heftig. Heftig. Ja, und gleich sind alle... Oh, es ist im roten Bereich. Okay, also das waren noch die Viecher, die ich vorhin so hinter den Bergen hervorlugen hab sehen, ne? Hammerhart. Was so eine Hydra aushält, ne? Und das, wo wir jetzt teilweise über Stufe 50 sind. Dafür, Nils, hast du guten Angriffszauber. Ja, komm, heil mal den Seuch ein bisschen, ne? Boah. Ja, Behemoth, immer rein damit, ne? Immer rein da, boah. Boah, gepackt. Hartes Teil. Wenn jetzt direkt noch so eins kommt, ne, dann sind wir gearscht, ne? Ey, guten Tag. Um keine Zauberpunkte mehr, um ein neues Signal zu setzen. Packen tun wir das bestimmt nicht. Drehen wir uns einfach um und gehen wieder, hä? Okay, ich lock's einfach mal von hier weg und wir gehen dann hier den anderen Weg noch entlang. Jetzt ist die Frage, steht es direkt hinter mir oder nicht? Okay, gehen wir hier entlang. Scheiße, da kommt auch schon wieder so eins. Kacke. Oh fuck, jetzt weiß ich nicht, sollte man da nicht doch lieber ins Sumpfland gehen oder so? Na, egal was wir machen, solche halt jetzt erstmal das Gift, ne? Gift heilen, bitte, danke. Achso, dann ist ja auch... Der vergeht ja auch Zeit, in die Viecher kommen. Mich ärgert das hier mit dem Alter 62, was soll dieser Scheiß? Jetzt wären wir hier im Jahr 544, Nick, alles klar, ne? Ach, also, lieber Lurchi, wir müssen das Date auf wann anders verschieben. Das wird heute nichts mit uns beiden.
Also, sorry, da musste ich schon wieder husten. Solche hattest du auch den Portalspruch, solche hatte den Portalspruch. Hm. Ja, dann vielleicht nochmal zur Sumpfstadt rüber. Weil, da wir jetzt Linguist gelernt haben, können wir da ja mit den Schädeln sprechen. Die sagen uns vielleicht auch noch was Gutes. Oder zumindest was Interessantes. So. Keiner mehr vergiftet. Boah. Also diese Hydren, Hydras, Hydren, das war heftig. Da müssen wir wahrscheinlich eine nach der anderen platt machen. Ja, ja, Phineus verlangt wieder Geld. Oder wir könnten hier mal übers Wasser gehen, mal gucken, was wir da finden. Na, was haltet ihr davon? Das ist auch mal eine gute Idee, weil da kennen wir ja noch so gut wie gar nichts. So, jetzt können wir übers Wasser gehen. Jawohl. Seht ihr es? Und ach, guck mal, und da drüben, da geht's dann ins Lavagebiet. Ach, schön. Los, kann man da irgendwo wieder an Land gehen? Da ist ja überall, da ist ja Gebirge außenrum und so, ne? Dann können wir auch gleich mal gucken, was die Strudel so machen, ne? Also ich weiß nicht, ob Ertrinken hier ein Ding war bei Might and Magic. Hoffentlich nicht. Ja, aber guck mal, wie viel Wassergebiet hier noch frei ist. Das müssen wir alles ja noch abchecken. Du könntest ja überall noch Zeug geben und so. Deswegen ist halt das Wasserwandeln an sich doch nicht ganz unwichtig, ne? Dafür müssen wir jetzt halt mal den Phineus bezahlen. Was soll's? Wir haben über 30 Millionen auf der Bank, wenn ich mich recht erinnere, ne, oder? Okay, über 15 Millionen. Ja, gut. Nicht ganz so viel, aber da dran. Ja, und vielleicht kriegen wir jedes Jahr auch noch ein paar Zinsen. Pip, pip. Ich meine, vielleicht gibt's hier auf dem Wasser ja auch noch so ein bisschen Loot zu finden. Also, so eine versunkene Schatzkiste oder sowas. Was machst du auf dem Wasser? Da gehörst du aber nicht hin. Mit Hufen kann man bestimmt auch scheiße schwimmen. Wasser gehen ist jetzt weg, aber da das ja hier direkt ans Land angrenzt, können wir hier noch entlang schwimmen, bevor ich dann die Zauber neu sprechen muss. Ich meine, ist ja auch ganz logisch. Man kann natürlich nur 2 Meter rausschwimmen, alles weitere. Da muss man ein Hexer für sein, ne? Kennen wir ja aus der Realität. Ach, der Zauber ist immer noch aktiv? Der hält ja länger, als ich dachte. Ja gut. Gut, dann checken wir einfach mal ab, wo wir hier überall hinkommen. Was macht denn ihr auf dem Wasser? Kerzengeister auf dem Wasser. Die verlieren ja ihren ganzen Scheiß Wachs und so. Und ja, jetzt ist der Zauber wohl weg. So. Und jetzt ist er schon wieder gesprochen. Was suchen die auf dem Wasser, ne? Turtle King Might and Magic, das war auch so eine Spielreihe, da gab's viele versteckte Sachen. Wenn man sich auf der Welt dann mit Teleporten, Wasserwandeln umgesehen hat, ne? Achso, hier ist Ende der Welt, da fällst du dann von der Scheibe. Gut. Hätte mir auch mal jemand sagen können, dass es nach oben nicht weitergeht, ne? Weil okay, da steht D1, naja, irgendwo ist halt Schluss. Immerhin, auch wenn wir hier auf dem Wasser rumlatschen, ne, können wir immer noch mit dem Bogen schießen und die kleinen Feen wegklatschen. Sind böse Feen, ne? Deswegen dürfen wir das. Ach, guck mal, das Gebiet kennen wir doch. Ha, wir sind bei Fountainhead. Wir sind bei Fountainhead. Juhu. Aber wir sind noch nicht fertig mit dem Erforschen. Ja, doch, Da ist auch wieder Kartenende. Gut, gut. Ihr kennt das ja. Ich will nur jedes Feld aufgedeckt haben. Ich habe mir auch noch Felder notiert, wo dann in den Sumpflanden, irgendwelche Kisten waren. Aber da waren ja diese Minotauren, die wir ganz und gar nicht besiegen konnten. Ja, Kampfkur aus dem Sumpf. Ach, guck mal, Orks. Orks! Die wurden ja so benannt, weil der Gott, der sie erschaffen hat, der hatte zufällig auch gerade Schnupfen, ne? Und dann so, Orks! Euer Name soll sein, Ork! Da kam dann halt gerade auch so ein bisschen Eiter hoch. Da kommen die nicht mehr mit, wenn wir schon mal da sind. Die halten ja nichts mehr aus, ne? Ich bin immer noch abgefuckt darüber, dass... 62, nein! Wir waren doch das letzte Mal alle irgendwie noch 35 oder sowas, ne? Und das Spiel war doch lang nicht vorbei, also... Ich glaube fast, die haben irgendeinen Bug getriggert oder so. Das sind ja ganz schöne Leuchten. Du meinst die Kerzen, weil die auf dem Wasser dann unterwegs sind, ja? Die löschen sich doch dann, also die laufen doch Gefahr, dass dann ihr Docht erklimmt. Ich meine nicht den Docht zwischen den Beinen. Keine Ahnung, wie vermehren sich Kerzenmonster? Da gibt es samstags immer die Orkie im Wachsbad, oder was? Ich will's vielleicht gar nicht wissen. Ja, die wickeln ihren Docht und danach, guck mal da, was ist denn das? Eine wunderschöne und bande Melodie klingt aus der Hütte. Athea, Nymphe der großen See. Ihr seidiges Haar weht in der salzigen Brise. Als Athea in der Perlmutschale einer großen Muschel sitzt und ihr betörendes Lied singt.
Die Sonne scheint mir aus dem Arsch! Ja, das war Atia. Ich kann einfach gut diese Nymphenstimmen nachmachen. Als sie erscheint, gleitet sie über den Rand der Muschel und verschwindet in der blauen Tiefe der großen See. Ups. Kondition verliebt. Das hört wieder auf, oder? Keine Ahnung, wir können ja einen Zettel schreiben mit unserer Telefonnummer und liegen lassen. Okay, unsere Werte sind jetzt teilweise erhöht, oder wie? Zumindest bei den Männern. Ja, guckt mal das Gesicht an, das der Druide macht. Creepy old Grandpa unterwegs. Was ist mit Gork und Mork? Ja, das sind die Geschwister der Orks. Jetzt weiß ich nicht. Ich glaube in den Sumpflanden. Da war doch in der Hütte die eine. Und die hat irgendwas gebraucht. Und ich könnte mir vorstellen, dass es der Zustand der Verliebtheit ist, oder? Könnte das sein? Ich schlag das schnell mal nach. Es tut mir leid, das ist lame, aber... Ich will ja wissen, ob meine Vermutung wirklich zutrifft. Die einzige Möglichkeit, sich zu verlieben, besteht darin, die Meeresnymphe zu besuchen, ja. Alle 7 Hauptwerte steigen dann mit der Zeit. Sobald der Zustand den Wert von 10 erreicht hat, schlägt er allerdings in ein gebrochenes Herz um. Ja, genau, das ist genau, wie ich es eben gesagt habe. Man muss zu dieser Prinzessin zurückgehen, während man verliebt ist. Und dann kann man sie von ihrem Fluch befreien. Ich bin so klug. Okay, gut. Und alles wieder nur durchs Wasserwandeln dann irgendwie gecheckt, ne? Gut, wir bräuchten mal ein Portal. Ja, okay. Solche, das darfst du machen. Schnell nach Sumpfstadt zurück. Und dann müssen wir gucken, wo ihre Hütte war, ne? Ich will nicht in die Löwen mähen. Ich will aus der Stadt raus. So, ich glaube, die war auch nicht weit hier weg, ne? Das könnte schon diese Hütte gewesen sein. Aber ich speichere mal. Weil ich bin mir nicht sicher. Feuchte Zweige. Ja, Prinzessin Truberry. Eine wunderschöne, aber traurige Prinzessin sitzt in ihrem Stuhl und starrt aus dem Fenster. Wollt ihr euch vorstellen? Ja, wer darf die Verliebtheit weitergeben? Ich meine, da müssen wir eigentlich jemanden nehmen, der Single ist. Also nehmen wir Shena, ne? Ich glaube, dass Shena Single ist. Ich weiß es nicht genau. Ein kurzes, feines Lächeln flammt in ihrem Gesicht auf, wie durch das Brennen in eurem Herzen genährt. Es verschwindet wieder, als ihr aus dem Fenster schaut. Ich fürchte, es gibt in diesem Lande nicht mehr genug Liebe, um mich von meinem Leid zu erlösen. Hä? Reicht das nicht? Beermont? Das gibt's doch nicht. Reicht das nicht? Ich schicke jetzt jeden anderen noch vor. Scheiße, ich hätte gedacht, das reicht jetzt. Aber dem ist wohl nicht so. Soll das dann einfach nur tragisch sein, dass man die nicht ganz retten kann? Ich meine, das Gute ist ja, dass wir jetzt den Zustand los sind. Also, da sinken die Werte nicht mehr und so und wir kriegen auch kein gebrochenes Herz, aber... Hä? Ich meine, in der Lösung stand doch auch, man kann da dann damit vorbeigehen. Naja. Geschlecht männlich oder weiblich hat keinerlei Auswirkung auf die Fähigkeiten. Doch je mehr Männer du hast, desto einfacher oder schneller kannst du Prinzessin Truberry erlösen. Muss ich dann mehrmals hin und zurück, oder was? Okay, fies. Soll ich euch sagen, wie das läuft? Wie sich die Entwickler das gedacht haben? Ich meine, ihr würdet es ja jetzt eh gleich sehen, aber es ist interessant. Sehr interessant. Wir müssen nämlich zurückgehen. Hierhin, nochmal zu Atia gehen, nochmal verliebt werden und wenn man insgesamt 10 Charaktere vorbeigeschickt hat, die verliebt sind, also wir gehen jetzt halt zweimal, dann sollte ihr Fluch gebrochen sein. Klingt komisch, ist aber so. Fies, ne? Weil wer denkt denn daran, das nochmal zu probieren? So, und wir haben, ja okay, den Phineas, wenn wir den nicht dazu zählen, ne? Also, ja, praktisch, dass wir so eine Männercrew sind, ne? Ach, jetzt wollte er schon wieder Geld. Ja, gut, aber die Orks geben auch wieder ein bisschen Geld. So. Aber was für eine Nummer. Da denkt man erst, man macht was falsch. Naja, Entwickler waren früher halt so, ne? Ach, Wasserwandeln geht noch? Ne, wollte gerade sagen. Gut, aber neu gezaubert und schon geht's weiter. Wenn wir doch nur den Jetski-Zauber hätten. Ich habe mich eben schon gewundert. Was? Ich dachte, das ging so, ne? Ich erinnere das natürlich nicht mehr ganz von früher, aber es war halt irgendwie naheliegend. So, okay, dann nochmal den Spaß. So, ja, jetzt sind sie wieder verliebt, die Kerle, ne? Die Belly natürlich nicht.
Belly, bist du nicht ein bisschen bi? Willst du nicht was mit meiner Nymphe machen? Ist Belly überhaupt hier? Solche, ist Belly hier? So, okay. Und wieder zurück nach Sumpfstadt. Und wenn wir dann jetzt nochmal zu ihr hingehen, dann müsste das ja reichen. Hoffentlich. Ich hoffe nicht, dass ich andere Charaktere holen muss, um dann die Liebe weiter zu übertragen, ne? Weil unsere Kerle ja schon mal da waren. So, ja, sie fürchtet wieder, dass die Liebe nicht reicht. Aber, jetzt kommt der Behemoth. Ja, nach langer Zeit ist der Fluch endlich gebrochen. Aus einer Schublade nimmt sie ein Horn aus, getretem Gold und gibt es euch. Bitte bringt dieses Alicorn zum Schrein des Eierhorns auf den Orkwiesen. Meine ist nicht die einzige Seele, die gequält wird. Oh, da war ein Schreibfehler, da war es das Alicorn. Aber jetzt bin ich ja noch verliebt, jetzt kriege ich ja voll die Abzüge, oder wie war das, ne? Okay, ja, egal, das werde ich überleben. Das wird irgendwann auch wieder weg sein, ne? Gut, dann haben wir nach so langer Zeit endlich das Einhorn dann auch gerettet, ne? Aber das muss dann jetzt mal wieder als Cliffhanger herhalten. Also immerhin, wir haben jetzt die Prinzessin gerettet. Das war doch jetzt mal wieder ein richtiger Auftrag, den wir zu Ende gebracht haben. Also hat sich zumindest ein bisschen mehr nach Story angefühlt, wie diverse andere Aufgaben, die wir erledigt haben. Ja, und beim nächsten Mal schauen wir dann, dass wir das Einhorn errettet bekommen, ne? Ich sag dann mal wieder vielen Dank fürs Reinschauen, macht's gut und bis bald.